Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir treten erneut in die unterbrochene Sitzung ein. Der Ältestenrat hat beschlossen, Ihnen zu empfehlen, dass wir hier die Tagesordnung entsprechend wie vorgeschlagen ändern. Top 36 und Top 38 werden noch heute nach Top 35 aufgerufen. Frage, wer dafür ist, wer ist dagegen, wer enthält sich der Stimme, dann haben wir das so beschlossen. Und die Tagesordnung wird entsprechend geändert. Top 36, Top 38 heute nach Top 35. Herzlichen Dank dafür. Ich darf mich bei Ihnen, den Zuschauerinnen und Zuschauern, vielleicht erläutern, entschuldigen, dass Sie jetzt hier ein bisschen vor einem leeren Plenarsaal gesessen haben. Aber so ist Demokratie. Und Demokratie muss eben manchmal auch so ausgetragen werden. Aber so haben Sie auch etwas erlebt, was man nicht alltäglich erlebt und eine Plenarsitzung erlebt, die auch eben Ihnen mal zeigt, dass es eben auch mal solche Auseinandersetzungen, nämlich Geschäftsordnungsauseinandersetzungen, gibt. Wir treten wieder ein in die Sitzung. Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 47. Das ist und darf insbesondere um Ruhe bitten im Plenum. Das ist der Antrag der Abgeordneten der AfD, Ausbaustopp für erneuerbare Energien, Mensch und Natur vor Klimaschutz schützen. Der Setzpunkt der AfD, Redezeit ist 10 Minuten pro Fraktion. Ich darf als ersten Redner aufrufen den Kollegen Lichert für die Fraktion der AfD. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Herr Präsident, werte Kollegen, meine Damen, meine Herren! Zurzeit findet in Madrid die 25. UN-Klimakonferenz statt. Das EU-Parlament hat den Klimanotstand ausgerufen, und die Endzeitsekte Extinction Rebellion fantasiert von Milliarden Klimatoten. Maximale Klimahysterie aller Orten, und die AfD-Fraktion in Hessen möchte den Ausbau der sogenannten erneuerbaren Energien stoppen. Für diejenigen von uns, die von Fachwissen unbelastet sind, herzlichen Dank, ist das natürlich erklärungsbedürftig, und das erklären wir Ihnen auch sehr gerne. Sie werden bei der Exegese unseres Antrags festgestellt haben, dass wir im Antrag sehr viele Feststellungen machen, Feststellungen einfacher Fakten und Zusammenhänge. Das scheint erst einmal banal, ist es aber nicht, denn vielen maßgeblichen Politikern und auch einigen Angehörigen dieses Hohen Hauses hier sind diese elementaren Kenntnisse offenbar abhanden gekommen. Daher beginnen wir unsere energiepolitische Nachhilfestunde beim Energiewirtschaftsgesetz. Denn das Energiewirtschaftsgesetz ist schließlich die übergeordnete Klammer für die vielen Gesetze und Verordnungen, die den Murks genannt Energiewende ausmachen. Ich zitiere dazu den ersten Satz des Energiewirtschaftsgesetzes. Zweck des Gesetzes ist eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht. Zitat Ende. Das bedeutet, es ist nicht in das Belieben einer Regierung gestellt, ob und wie die Deutschland und Hessen mit Energie versorgen will, sondern jegliche Energiepolitik muss diesen Kriterien genügen. Was Verbraucherfreundlichkeit und Effizienz angeht, da mag es ja noch gewisse Interpretationsspielräume geben, aber die übrigen Kriterien sind hinreichend konkret und belastbar. Das grundlegende und eigentliche Problem ist jedoch, dass diese Ziele kollidieren. Das heißt, der zunehmende Einsatz erneuerbarer Energien gefährdet die Versorgungssicherheit, geht zunehmend zulasten der Umweltverträglichkeit, und im Kontext der Energiewende von Preisgünstigkeit zu sprechen, das erfordert wahlweise Humor oder Chuzpe. Mit der Realität hat es jedenfalls nichts zu tun. Beginnen wir mit dem Thema Versorgungssicherheit, und der wichtigste Satz dazu lautet: Angebot und Nachfrage müssen sich zu jedem Zeitpunkt im Gleichgewicht befinden, da das Stromnetz selbst keinerlei Speicherfunktion besitzt.
Auch das ist eigentlich banal, aber für viele Politiker eben noch nicht banal genug. Ich erinnere an Sternstunden grüner Energiekompetenz. Annalena Baerbock, ich zitiere, an Tagen wie diesen, wo es grau ist, da haben wir natürlich viel weniger erneuerbare Energien. Deswegen haben wir Speicher. Deswegen fungiert das Netz als Speicher. Und das ist alles ausgerechnet. Und dann haben wir noch den Hofreiters-Toni. Kohlestrom verstopft die Netze und verhindert mehr erneuerbaren Strom. Da sollen wir die Netze dann wohl lieber leer lassen, oder wie, Kollege Hofreiter? Es wird in der Klimadebatte auch gerne von Kipppunkten schwadroniert. Einem relevanten Kipppunkt nähern wir uns gerade tatsächlich, nämlich dem Kipppunkt in unserem Stromnetz. Ein weiterer Ausbau der Erneuerbaren führt nämlich dazu, dass die Klumpenrisiken im Netz noch größer werden. Wetteränderungen wirken sich auf immer mehr Anlagen aus, sodass die Schwankungen der Einspeiseleistungen natürlich auch immer größer werden. Und hier drängt sich die Physik ins Bild. Das mag für die Fraktionen, die besonders mit Naturgesetzen fremdeln, jetzt natürlich ein bisschen schwer sein. Aber eine Verdoppelung der Windgeschwindigkeit bedeutet eine Verachtfachung der Einspeiseleistung. Das ist ein physikalisches Faktum. Und wenn Sie es jetzt einmal vorstellen, wie Tausende von Windkraftanlagen im Megawattbereich solchen Schwankungen unterliegen, dann bekommen Sie vielleicht eine ungefähre Vorstellung davon, welchen Aufwand die Netzbetreiber leisten müssen, um das Netz stabil zu machen. Noch hat es keine großflächigen Blackouts in Deutschland gegeben. Aber in diesem Jahr alleine hing das Netz mehrfach am seidenen Faden. Der Stress im Netz und die entsprechenden Kosten nehmen tendenziell immer weiter zu. Die vielfältigen Äußerungen der Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber sind eindeutig. An diesem Zusammenhang ändern auch die vielbesungenen Stromautobahnen nichts. Trotzdem, aus Sicht der Energiewendehälse, kann ich das nachvollziehen. Denn sie schaffen damit gewissermaßen Kanäle und Überflutungsflächen für die Flut erneuerbaren Stroms. Damit kann man vielleicht ein bisschen mehr Windstrom in den Süden fließen lassen, bevor die Einspeiseleistung abgeregelt werden muss. Ja, vielleicht ein bisschen mehr erneuerbaren Strom im Netz. Aber zu welchem Preis? Apropos Preis. Deutschland hat mittlerweile die höchsten Gewerbestrompreise und die zweithöchsten Verbraucherpreise in Europa. Das Kriterium der Preisgünstigkeit wird also eindeutig verfehlt. Minister Al-Wazir und auch der CDU- und Grüne-Antrag lassen sich ja gerne zu der Aussage hinreißen, dass in Zukunft mit sinkenden Kosten im Netzbetrieb zu rechnen ist, auch wenn Sie selbst von einem zügigen und bedarfsgerechten Netzausbau als Bedingung dazu schreiben. Nur, der ist leider überhaupt nicht in Sicht. In Verbindung mit dem Vorgenannten darf man das daher als getrost als naiv bezeichnen. Oder, und das halte ich in der Tat für sehr viel wahrscheinlicher, dass Sie, Herr Minister, sehr wohl um diese Zusammenhänge wissen. Schließlich haben Sie auch die entsprechende Expertise in Ihrem Haus. Dennoch streuen Sie den Bürgern Sand in die Augen und verbreiten den Kinderglauben von der Rettung der Welt durch die Erneuerer. Ich habe hier schon einmal eine Überschlagsrechnung zu den CO2-Vermeidungskosten in der deutschen Stromproduktion vorgestellt. Das Ergebnis ist niederschmetternd. Die Kosten betragen deutlich mehr als 200 € pro Tonne und damit gut das Zehnfache der Kosten für die Emissionszertifikate an der Börse. Das gefährdet die heimische Wirtschaft und setzt gemeinsam mit den hohen Umweltstandards einen starken Anreiz zur Produktionsverlagerung. Und Produktion hier in Deutschland zu halten, ist eben nicht nur wirtschafts- und sozialpolitisch geboten, sondern auch und gerade umweltpolitisch. Jede Produktionsverlagerung geht nämlich mit einer verschlechterten Umweltbilanz einher. Damit kommen wir zur Umweltverträglichkeit. Und Sie alle wissen, nach dem zweiten trockenen Sommer in Folge wird über den schlechten Zustand der Wälder gesprochen. Trotzdem wollen Sie genau diesen Wäldern mit weiteren Windkraftanlagen und Wildparks weiteren Schaden zufügen. Wälder sind immer an ihren Rändern am empfindlichsten, und die dauerhaft notwendigen Schneisen und Lichtungen für die Windkraftanlagen schaffen immer mehr dieser Ränder und damit Einfallstore für Schädlinge und Schlumpfschäden. Die Risiken für Tiere durch Windkraftanlagen sind ebenfalls bekannt. Wo manche für die Allgemeinheit bedeutenden Verkehrsprojekte wegen irgendwelcher Feldhamster und Lurche
zum Teil Jahre verzögert werden. Da sollen dann ausgerechnet wegen Windrädern, die nur den Investoren und Betreibern nutzen, diese möglichst ungehindert errichtet werden können? Nein, das lehnen wir strikt ab. Wo Klimaschutz und Naturschutz kollidieren, da muss der Naturschutz Vorrang haben. Und es gibt einen weiteren Grund, warum gerade jetzt das Thema Erneuerbare gestoppt werden sollte. Denn 2020 fallen die ersten Windräder aus der EEG-Förderung. Ob sie weiter betrieben werden oder nicht, hängt von den Strombörsenpreisen ab, den variablen Kosten der Betreiber und der Entsorgungskosten. Typischerweise werden Entsorgungsrückstellungen von 1.000 € pro Meter Höhe verlangt. Das heißt, diese Rückstellungen wachsen linear. Alles andere wächst aber exponentiell. Vor allen Dingen die gigantischen Betonfundamente, die mehrere Tausend Tonnen schwer sind und von denen jeder klar ist, dass sie im Boden bleiben werden. Voraussichtlich sind diese Entsorgungsrückstellungen viel zu niedrig. Wir haben noch gar nicht genug Entsorgungskapazitäten, um beispielsweise die Rotorblätter aus Verbundwerkstoffen vernünftig entsorgen zu lassen. So. Und was passiert jetzt wohl mit diesen Windparks, wenn die Rückstellungen nicht ausreichen? Sie gehen pleite. Und an wem bleiben die Kosten hängen? An den Grundstückseigentümern, und das sind nicht zuletzt häufig die Kommunen. Deswegen darf ein weiterer Ausbau nicht erfolgen, solange keine Sicherheit über die wahren Lebenszykluskosten und die geregelte Entsorgung dieser Anlagen besteht. Meine Damen und Herren, ich fasse damit zusammen. Die Energiewende ist ökologisch und volkswirtschaftlich ein Desaster, und sie stellt eine Umverteilung von unten nach oben dar, ist daher auch unsozial. Und Sie müssen Klimaschutz immer global denken. Das wollen Sie doch. Und deswegen, und damit komme ich auch zum Schluss, deutscher Klimaschutz, der weniger bringt und mehr kostet als in anderen Ländern, ist in jeder Hinsicht sinn- und nutzlos. Kehren Sie um. Kommen Sie raus aus der energiepolitischen Sackgasse und beenden Sie die sinnlose Gängelung und Ausplünderung der Bürger. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lichert. Nächster Redner für die Fraktion Die Freien Demokraten ist deren Fraktionsvorsitzender René Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir diskutieren mal wieder die Energiepolitik in Deutschland, in Hessen, darüber hinaus und haben dazu als Grundlage einen Antrag der AfD-Fraktion vorliegen, der 17 Punkte hat. 16 Punkte davon sind Themen und Feststellungen, die wir hier schon unzählige Male diskutiert haben. Und ich will vielleicht noch einmal einen Aspekt mit einbringen, der bis jetzt noch nicht so oft auf der Tagesordnung stand, aber der aus meiner Sicht auch noch einmal sehr wichtig ist. Und ich möchte auch noch einmal zum Kollegen Lichert sagen, natürlich gibt es die energiewirtschaftlichen Ziele. Wenn die Ziele kollidieren, dann müssen sie gegeneinander abgewogen werden. Das ist in unserem Rechtssystem immer so. Und das ist auch nichts Besonderes. Und dann muss man eben schauen, wie die abgewogen werden. Und natürlich gibt es einen Widerspruch zwischen ökologischer Naturschutz zum Teil oder der Frage der Erzeugung oder der Kosten. Und das ist ganz normal, dass in der Energiepolitik Ziele abgewogen werden. Das finde ich jetzt auch nichts Besonderes. Die Frage, was ist neu in der Energiepolitik oder welche Fragen stellen sich uns? Ich stelle einfach einmal fest, die Energiepolitik in Deutschland, die seit 1999, also seit 20 Jahren, egal wer regiert hat, im grünen Schema abgearbeitet worden ist. Mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, mal vielleicht mit einer kleinen neuen Idee. Aber seit 1999, seit des Inkrafttreten des Erneuerbaren Energiegesetzes und seit dem Inkrafttreten der Förderung, wird die deutsche Energiepolitik durch dieses zentrale Gesetz dominiert. Und das ist ein grünes Gesetz. Und seit dieser Zeit machen wir grüne Energiepolitik, egal wer in diesem Land regiert hat. Und diese grüne Energiepolitik ist jetzt nach 20 Jahren einer Bilanz unterzogen worden. Sie wird eigentlich schon seit Jahren einer Bilanz unterzogen.
Das mag das IPCC sein, das sagt, niemand macht Klimaschutz ineffizienter und teurer als Deutschland. Das mag der Bundesrechnungshof sein, der sagt, die Kosten der Energiewende sind völlig außer Kontrolle. Das sind eine Menge NGOs, die uns immer wieder vorhalten, dass wir zu wenig CO2 sparen bei gigantischen Kosten, die wir produzieren. Und das ist natürlich regelmäßig, wenn der große Klimakonvent tagt, die Klimakonferenz, die weltweite Klimakonferenz tagt und die Negativpreise vergeben werden. Also, das ist jetzt nicht meine Ausdrucksweise, Herr Präsident, aber dann kriegt Deutschland in der Regel die Klimasau verliehen, weil wir den schlechtesten Klimaschutz betreiben und besonders negativ auffallen. Alles in diesem Modus der grünen Energiepolitik, die wir uns selbst sozusagen gegeben haben, über viele Fraktionen hinweg und über 20 Jahre. Ich kann es auch noch einmal deutlicher machen. Wir haben in den ersten 10 Jahren dieser Politik 200 Millionen Tonnen CO2 eingespart, aber vor allem deshalb, weil wir die DDR damals abgeschaltet haben, gigantische Mengen von klimaschädlichen Unternehmen, unfassbare Arten der Energieerzeugung der DDR wurden beseitigt. Und da haben wir gigantische Mengen CO2 eingespart. Das ist so die Vereinigungsrendite. Damals haben wir 200 Millionen Tonnen eingespart. Das kann gar nicht am EEG gelegen haben, weil das ja noch gar nicht lang genug in Kraft lag. Das war schon einmal so ein kleines Fanal. Also, wenn ich natürlich die Industrie ausschalte, dann spare ich natürlich gewaltig CO2 ein. Aber das war das ja sozusagen eine historische Situation. Dann die darauffolgenden 10 Jahre, da haben wir noch 100 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Da haben wir nämlich oft noch diesen Weg gegangen, dass wir moderne Gaskraftwerke eingesetzt haben, um alte Braunkohlekraftwerke zu ersetzen. Und dann kam die richtig gute Wirkung des EEGs zum Tragen, und wir haben uns verstiegen in Windräder first. Und das hat dazu geführt, dass wir dann darauffolgend 8 Jahre noch 40, 50 Millionen Tonnen CO2 eingespart haben, rabiat weniger. Und wenn wir jetzt CO2 einsparen, dann liegt es vor allem daran, dass die Zertifikatepreise ein bisschen steigen und immer mehr Gaskraftwerke jetzt doch in die Stromerzeugung eintreten und deshalb der Klimaschutz ein Stück weit wieder ein bisschen erfolgreicher ist. Ich sage Ihnen, wenn wir heute statt der Braunkohle Gaskraftwerke nutzen würden, dann würden wir rund 100 Millionen Tonnen CO2 einsparen können, ohne dass die Verbraucher etwas mit Kosten merken würden. Aber das ist nicht Ihre Idee. Ein Gaskraftwerk könnte man mit blauem Gas, mit grünem Gas, mit allen möglichen Varianten der Erzeugung des Gases betreiben. Da wäre es sozusagen technologieoffen. Das Thema Wasserstoff spielt eine entsprechende Rolle. Wir haben das hier oft vorgetragen. Es gibt Alternativen zu der ideologisch geprägten, rein auf Windräder ausgelegte Energiepolitik der Grünen. Und es gibt vernünftige Varianten, das umzusetzen. Das will ich hier auch noch einmal hinterlegen, weil wir immer gern weil man immer gern gesagt hat, ja, was gibt es denn für eine andere Lösung? Ich trage die hier vor, die gibt es. Alle erfolgreichen Staaten, die CO2 einsparen, machen das auf zwei wichtigen Bereichen. Der eine, der ist bei uns ausgeschlossen, das haben wir per Gesetz ausgeschlossen, das ist die Atomenergie. Und das zweite ist eben das Gas. Das ist die Variante, die uns bleibt. Und dann ist die Frage, und das will ich einfach noch einmal festlegen. Was hat denn Hessen 20 Jahre Windkraftausbau bei der Frage der Energieerzeugung gebracht? Wir haben den Energiebericht des Energieministers Tarek Al-Wazir vorlegen. Neuere Zahlen kennen wir ja leider nicht. Und da können wir das nachlesen, was da drin steht. 1,3% des Endenergieverbrauchs machen unsere Windräder in Hessen für Hessen. 1,3% des Endenergieverbrauchs nach 20 Jahren dieser Politik. Da kann doch keiner ernsthaft glauben, dass das ein Erfolgsmodell ist. Und die Zahlen, die uns vorliegen, die denken wir uns ja nicht aus. Das ist eine Publikation. Da ist der Tarek Al-Wazir auf der ersten Seite, wenn man da aufschlägt. Also, das sind die Zahlen der Landesregierung, falls da noch einmal nach Quellen gefragt wird. Da steht übrigens auch drin, dass seit die schwarz-grüne Landesregierung im Amt ist, wir 3 Millionen Tonnen CO2 mehr produzieren
als früher als Schwarz-Gelb hier noch regiert hat, also eine gute alte Zeit sozusagen. Das steht in Ihrem Bericht, das denke ich mir nicht aus. Also darum frage ich mich, und wir haben ja auch die Anfrage gestellt, wenn Sie hier Hunderte von Millionen Euro ausgeben wollen für Klimaschutz, bitte hinterlegen Sie doch einmal diese Ausgaben mit real eingespartem CO2, weil darum geht es doch einfach. Das muss doch der Indikator sein für erfolgreiche Klimaschutzpolitik, und da würde ich Sie doch einmal darum bitten. Für schlaffe 1,3 % des Endenergieverbrauchs durch Windenergie nehmen wir in Kauf, dass der Naturschutz in unserem Land geschliffen wird, dass die Wälder in unzumutbarer Weise zerstört werden. Wenn ich an den Reinhardswald denke, wenn ich ans Greiner Eck denke, da kommen einem die Tränen, wenn man sieht, in welche Wälder dort diese Windräder gestellt werden. Das Landschaftsbild wird zerstört. Es ist teuer und unsozial. Wir haben den Rückbau nicht geregelt. Gigantische Kosten, 30.000 Windräder, wovon wir nicht wissen, wer soll die den Rückbau eigentlich bezahlen. Das ist völlig unbekannt. Der Tourismus wird geschädigt. Der Gesundheitsstandort im ländlichen Raum wird geschädigt. Wir haben Lärmbelastung für die Anwohner. Wir haben Verluste vom Wert von Wohneigentum. Ich könnte die Liste noch unendlich lang fortführen für 1,3 % des Endenergieverbrauchs. Ich will es Ihnen immer noch einmal sagen. Und selbst wenn es 3 % werden, ist es doch lächerlich. Solche Eingriffe in Natur und Landschaft müssten bei jedem anderen Projekt abgewogen werden mit dem Nutzen. Und das hätte nie eine Chance, vor irgendeinem Gericht standzuhalten, wenn man die gleichen Gesetze wie für einen Fahrradweg anwenden würde, für diese Anlagen in den Wäldern in unserem Land. Ich will Ihnen auch noch einmal eine Denksportaufgabe bei dem Thema Elektroauto mitgeben. Eine kleine Denksportaufgabe. Vielleicht werden im Jahr in Deutschland 10.000 Elektroautos neu zugelassen. 10.000, vielleicht. Vielleicht sind es auch 15. Ich kenne jetzt die neueste Zahl nicht. Wir haben in Deutschland im Betrieb 47 Millionen Pkw, deren durchschnittliche Lebensdauer 10 Jahre sind. Jedes Jahr werden 3,5 Millionen Autos neu zugelassen, Tendenz steigend, ist ja auch klar, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Immer mehr Leute fahren zu ihrem Beruf, das wird auch nicht weniger. Also ganz klar, die Anmeldezahlen nehmen zu. Auf der Welt fahren 1,3 Milliarden Diesel- und Benzinbetriebene Fahrzeuge zurzeit, heute, jetzt. Wenn Sie nicht den Weg gehen, synthetische Kraftstoffe einzusetzen, wenn Sie nicht den Weg gehen, diese Fahrzeuge eben bei der Frage des Betriebsstoffes zu verbessern, können Sie den Klimaschutz weltweit niemals vorantreiben können. Und von daher solche grundlegende Ideen, dass man manche Sachen machen kann, dass die auch okay sind. Ich würde mir auch gerne einen Tesla leisten können. Das sind coole Autos. Darf ich dann auch, wenn Sie regieren, dann 200 auf der Autobahn fahren, weil ich dann gar keinen CO2 ausstoße? Also das sind so Fragen, die müssten Sie auch mal klären bei dem, was Sie hier vortragen. Aber natürlich würde ich gerne einen Tesla fahren, wenn ich mir das leisten könnte. Aber ich kann mir eben nur einen Diesel leisten. Und so geht es ziemlich vielen Menschen in unserem Land. Und die dürfen Sie nämlich übrigens auch nicht vergessen. Es hat mir ein bisschen viel die AfD geklatscht bei meiner Rede. Darum sage ich noch einmal zu den Kollegen der AfD. Da muss aber ein bisschen Gas geben. Die Redezeit läuft nämlich ab. Letzter Satz, Herr Präsident. Wir lehnen das Pariser Abkommen nicht ab. Wir nehmen das ernst, und wir wollen Klimaschutz in unserem Land umsetzen, aber so, dass die Menschen ihn auch noch bezahlen können. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Rock. Kaum einen Tag älter und schon am Rednerpult. Der Kollege Michael Müller hat das Wort für die Fraktion der CDU. 10 Minuten. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Von wem kam, traut sich nicht. Ich darf mitteilen, das ist kein Problem. Da müsst ihr noch ein bisschen wachsen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir werden uns inhaltlich, jedenfalls ich werde mich inhaltlich nicht wesentlich mit diesem Antrag auseinandersetzen, sondern ich möchte auf eine gewisse Mechanik der Antragstellung einfach mal hinweisen dürfen und möchte darauf verweisen, dass diese Art der Antragstellung schlicht und einfach schon einmal zum Nachdenken zwingen soll. Die Art der Antragstellung deshalb, weil sie einem gewissen Schema folgt. Und zwar gilt das für fast alle Anträge aus Ihrer Fraktion. Sie folgt nämlich dem Schema einer Sachbeschreibung, die in einer Katastrophe, einem Drama endet. Und sie folgt dann dem weiteren Plan, deutlich zu machen,
dass es Schuldige dafür gibt. Und der nächste Punkt ist, Sie sagen grundsätzlich, es gibt ja eigentlich nur eine Lösung, man tut nichts. Das ist Ihr einziges Rezept, nichts tun. Und das ist auch hier und heute so. Sie machen keinen Vorschlag, Sie machen keinen inhaltlichen Vorschlag, außer dass Sie sagen, man soll nichts tun. Politik ist aber, auch wenn es problematisch ist, auch wenn wir, Herr Rock, über die Inhalte intensiv miteinander diskutieren können, Politik ist Verantwortung vor und mit den Menschen. Und das heißt, man muss sich auch mit den Menschen auseinandersetzen, und dies inhaltlich. Und das nützt überhaupt nichts, immer nur, Sie haben ja ein Beispiel gebracht von einer grünen Politikerin und sie etwas persiflierend zitiert. Ich finde, das ist nicht in Ordnung bei einem Thema, mit dem man sich inhaltlich auseinandersetzen muss. Und mich erinnert jeder Ihrer Anträge an die Zeit, wo schlicht und einfach die Erde eine Scheibe war. Und sie durfte nichts anderes sein als eine Scheibe. Und wenn es nach Ihnen geht, wäre es wahrscheinlich heute noch eine Scheibe. Und das ist keine Antwort von Politik. Und Politik muss mehr tun, als nur Dinge schlecht reden und schlecht beschreiben und vor allen Dingen mit Allgemeinplätzen sondergleichen glänzen. Ich will Ihnen nur einmal eins sagen. Der Landrat soll feststellen, dass eine Windmühle potenziell gefährlich für Insekten ist. Autos, Fahrradfahrer, Jogger, alles ist potenziell gefährlich für Insekten. Sollen wir das jetzt für jeden Punkt feststellen? Das ist doch schlicht und einfach nicht der Sache gerecht. Und deshalb, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir werden den ablehnen, weil er inhaltlich nichts bietet, weil er inhaltlich nichts bringt und weil er vor allen Dingen nicht – und noch einmal, Herr Rock, ich stimme Ihnen zu, wir können ja inhaltlich streiten über die Frage der Wege – aber weil er schlichtweg Dinge negiert. Und einen inhaltlichen Punkt doch. Sie müssen sich irgendwann einmal entscheiden. Gibt es die Klimakatastrophe? Gibt sie nicht? Ist sie menschengemacht oder ist sie ein Zufall? Was ist sie denn in Ihren Augen? Sie ist immer das, was Sie brauchen, wenn Sie einen Antrag stellen. Mal ist sie menschengemacht, mal ist sie nicht gemacht, mal ist sie eine logische Folge von ganz vielen. Sie ist aber nie etwas, was verantwortliche Politik erfordert. Und verantwortliche Politik erfordert, sich mit Inhalten auseinandersetzen, mit den Menschen nötigenfalls auch streiten über Inhalte. Das ist so, das muss man aushalten können. Aber Politik ist nicht sich wegdücken und nur andere schlecht machen. In diesem Sinne werden wir den Antrag ablehnen. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Nächste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende der Fraktion DIE LINKE, Frau Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei der AfD gilt der Satz, mit Rechtsaußen zu diskutieren, das ist wie mit einer Taube Schach zu spielen. Egal wie gut du bist, egal wie du dich anstrengst, am Ende wird die Taube aufs Spielfeld kacken, alles umschmeißen und herumstolzieren, als habe sie gewonnen. Und ich finde, das beschreibt die AfD auch hier im Landtag eigentlich ganz gut. Weil sie leugnen den menschengemachten Klimawandel, sie lassen sich durch wissenschaftliche Erkenntnisse und die Realität in ihrem Weltbild nicht beirren. Und deswegen ist es auch ziemlich sinnfrei, mit Ihnen zu diskutieren, weil Sie gehen von falschen Prämissen aus, Sie lassen sich von keinem Argument überzeugen, und viel mehr gibt es zu diesem schlechten Antrag der AfD auch nicht zu sagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Wissler. Für die Landesregierung spricht der Staatsminister Al-Wazir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wertes Präsidium, da wir ja den nächsten Tagesordnungspunkt zum selben Thema haben und da wir gerade im Ältestenrat wegen Ältestenrat ziemlich viel Zeit verloren haben, werde ich alles, was ich zu diesem Thema zu sagen habe, beim nächsten Tagesordnungspunkt sagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Der Antrag geht zur weiteren Beratung in den BVA.